Ja, ich grüße euch. Wir wollen gemeinsam heute den Weg zu einem liebevollen Herzensraum gehen. Mit zwei Kolleginnen werde ich diesen Part, diese 20 Minuten mit euch üben. Wir öffnen die Energietore, Himmel und Erde verbinden. Das wird meine Kollegin, die Birgit, machen. Und der Lotus, unseren Pfad für den Herzensraum, für die Reinheit des Herzens, den erlebt ihr dann mit mir selbst. Und diesen friedvollen Raum, dieses innere Erwachen, das wird die Botschaft sein, um in die Stille zu kommen, um unser inneres Licht, den Frieden von innen nach außen zu tragen. Das werdet ihr mit Sonja erleben und dabei wünsche ich euch ganz viel Freude. Wir fangen auch gleich an mit dem Üben. Wir öffnen jetzt gemeinsam unsere Energietore. Dazu nehmt ihr einen guten Stand ein, verwurzelt euch mit euren Füßen. Denkt dran, ihr seid an der Erde tief verwurzelt. Steht bequem und aufrecht. Nehmt eure Wirbelsäule kurz noch in euren Fokus, dass ihr auch da schön gerade seid. Und eure Schultern versucht nach unten zu denken, schön hängen lassen. Wir beginnen mit dem einfachen Schwingen der Oberarme. Einfach mal loslassen die Hände und anfangen zu drehen. Die Hände kommen genau da an, wo sie ankommen sollen. Ihr seid locker, ihr kommt im Hier und Jetzt an. Ihr atmet dabei schön ruhig, in eurem Rhythmus. Ruhig werdet und bei euch seid. Jetzt lassen wir uns ausschwingen, bleiben kurz stehen, bevor wir dann unser unteres Dantien öffnen, unterhalb des Nabels, die eine Hand, die andere Hand ist hinten, auf unsere Mitte des Lebens, Lendenwirbelsäulenbereich. Und wir fangen an mit Schwingen. Die Drehung, die wir am Anfang gehabt haben, machen wir genauso wieder. Und wir treffen dann automatisch die richtigen Punkte. Da seid schön locker, Schulter nach unten. Und spürt diese Verbindung, die zwischen euren beiden Punkten durch euren Körper durchläuft. Atmet. Lockere Arme immer wieder auf die Seite. Und auch jetzt lassen wir unsere Arme wieder aushängen. Kommt wieder langsam zur Ruhe. Im nächsten Schritt öffnen wir unser oberstes Dantien. Drittes Auge ist auf Höhe der Stirn, also zwischen unseren Augenbrauen. Und hinten am Hinterkopf haben wir unseren Punkt, der genau durchführt. Wenn wir da uns eine Linie denken, ist es genau das Gegenüber. Und wir fangen auch hier an zu drehen.
Denkt dran, eure Arme schön locker, immer wieder nach außen kommen lassen und genau auf diesen Punkt dann fallen lassen. Vorne, hinten. Und denkt diese Verbindung, dass sich diese beiden Punkte verbinden können. Dreht euch dabei schön. Atmet entspannt. Und kommt wieder langsam mit euren Armen nach unten. Werdet wieder ruhig. Jetzt haben wir schon das untere und das obere Dantian geöffnet. Jetzt kommen wir zu unserer Mitte. Und wir öffnen unsere Herzmitte, da wo euer Brustbein ist, ist eure Herzmitte. Und hinten, entweder zwischen den Schulterblättern oder wieder auf Ming Meng, Mitte, Tor des Lebens, den unteren Bereich. Das ist auch immer in Ordnung, wenn er da hinkommt, wenn euch das andere zu anstrengend ist. Und wir fangen wieder an mit Drehen. Ich nehme da gerne meine Faust, aber ihr dürft auch da gerne eure flache Hand nehmen und klopfen. Und auch immer wieder aufmachen. Und drehen nicht vergessen. Und die Arme schön wegschleudern. Herztor öffnen sozusagen. Ganz bei euch sein. Auch da wieder gut atmen. Und dann dürfen wir auch da wieder langsam unsere Arme nach unten kommen lassen. Sehr schön. Fühlt auch mal nach, wie es euch geht, wo sich was bewegt. Durch diese Bewegungen wird ganz viel in Bewegung gesetzt in eurem Körper. Viel Energie wird freigesetzt. Dankeschön. Ja, mit der Lotusübung wollen wir unsere negativen Gedanken, Emotionen oder auch Taten loslassen und wir wollen uns einfach mit dem lieblosen Worten und der Gier und der Eifersucht oder Süchten einfach ganz kurz befassen und dann ins Loslassen gehen und der Lotus hilft uns, das zu tun. Der Lotus als Symbol des Herzens. Und die Hände sind unsere Lotusknospe. Wir schließen beide Hände hohl zusammen und werden hier vor der Herzmitte den Lotus spüren. Geh ganz tief in dein Herz hinein. Und die Übung beginnt, indem wir die Lotusblüte sich öffnen lassen. Nach oben steigen, wachsen lassen, ganz weit hinaus. Und dann verneigt sie sich vor allem, was ist, vor dem Universum, vor den vielen, vielen guten Dingen und taucht ein ins Wasser, kann loslassen und dann kann sie langsam wachsen und wieder nach oben kommen, mit neuer Kraft, mit neuer Klarheit, mit neuer Reinheit.
Das ist schon die ganze Übung, die wir machen. Ich erzähle immer ein bisschen was dazu, damit du Anregungen bekommst, aber ansonsten lasse ich dich in dieser Übung sein. Atme tief ein und aus, lass die Schultern los. Du darfst, wenn du in der Übung bist, gern die Augen schließen, vielleicht am Anfang noch ein bisschen schauen. Und wir beginnen gemeinsam. Öffne die Lotusblüte. Aus den Wurzeln steig hinauf, spür, wie der Stängel wächst, wie die Blüte sich immer weiter entfaltet. Und wieder das Zurückkehren in den Teich, in den Schlamm. Aus diesem Schlamm kommt wieder neues Leben, neue Energie in dein Herz. Komm an. Und unsere Herzen haben Eigenschaften. Sanftmut. Und wir verneigen uns vor der Sanftmütigkeit unseres Herzens und nehmen neu auf. Lächle dabei. Die Dankbarkeit. Atme ein. Alles, für das du dankbar sein willst und kannst. Auf dieser Welt zu sein, in diesem Leben zu sein. Das Mitgefühl. Daraus entwächst die Nächstenliebe, die Liebe auch zu dir selbst. Und komm wieder an. Das Herz der Bescheidenheit oder der Rechtschaffenheit. Wie fühlt sich das an, wenn du eintauchst in diese Emotion und komm wieder im Herzen an. Öffne wieder deine Blüte und tauch wieder ein. Lass los, um neue Energie in dich einzusaugen, aufsteigen zu lassen. Das Herz demütig, barmherzig. All diese Eigenschaften sind in deinem Herzen da, und dürfen wieder groß und weit sein. Atme ein und atme aus. Was auch noch wichtig ist, ist die Toleranz. Und damit die Offenheit und genau das erreichst du mit dieser Übung. Wir machen sie noch ein paar Mal in Stille und du darfst für dich dein eigenes Wort, dein eigenes Mantra mit einfließen lassen. Vergiss das Lächeln nicht. Durch das Lächeln öffnet sich dein Herz. Nimm den Atem mit
Lass den Lotus in dir, mit dir erblühen. Wir machen die Übung noch zweimal. Ein letztes Mal. Spür nach, wie es dich schwingt. Wie es deinem Herzen geht. Bedank dich bei der Übung. Bedank dich bei dir selbst, liebe dich selbst für das, was du bist und was du tust. Atme tief ein und lass die Arme sinken, öffne die Augen. Mit einem reinen, klaren Herzen kommen wir in die nächste Sequenz, in die Stille des Herzens mit einer Meditation, angeleitet von Sonja. Du kannst stehen bleiben oder du kannst dir einen Stuhl holen und dir es bequem machen, in Anführungszeichen. Und dann sehen wir uns. Danke. So, wir wollen jetzt mit der Meditation weitermachen. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen nach der Lotusübung. Und für die Meditation sitzt ihr hoffentlich jetzt bequem auf euren Stuhl oder auf eurem Sessel, versucht euch gerade auszurichten, dass eure Wirbelsäule gerade ist, die Schultern hängen, versucht eure Anspannung aus dem Körper rauszubringen, und um jetzt in die Meditation zu starten, um einfach auch nochmal die Herzwärme zu spüren, den Frieden in die Welt zu bringen, legt eure Hände wie offene Schalen auf eure Oberschenkel. Wer möchte, darf sie auch gerne nach oben halten, wer das schafft in der Zeit, ansonsten wäre das die bequemere Variante. Und jetzt dürft ihr einfach mal die Augen schließen und meiner Stimme lauschen. Spürt einmal in eure Herzmitte, lasst es fließen, spürt das Herz klopfen. Eure Hände sind Richtung Oberkörper gerichtet, ein bisschen so leicht schräg nach oben, dass die Laugong-Punkte Richtung Herzmitte zeigen, und lasst zwischen euren Handflächen und dem Herzen die Energie strömen. Sollten unnötige Gedanken aufkommen, schieb sie einfach weiter und konzentriere dich wieder auf deine Atmung und auf den Energiestrom.
Spüre, wie sich von deinem Herzen aus die Wärme entwickelt. Bringe nun deine Handflächen nach oben Richtung Herzmitte, bilde eine Schale, leg deine Handflächen übereinander, bilde eine Schale und leg sie unter deine Brust und stell dir vor, als würde aus deinem Herzen heraus ein Strom von warmer Liebe in deine Handflächen reinströmen. Spür, wie die Liebe aus dir herauskommt in deine Handschalen. Und du möchtest der ganzen Welt davon mitteilen, dass du diese Liebe in dir drin hast. Und deine Handschalen strömen über und laufen über. Und deine Liebe, die in dir ist, strömt in die ganze Welt. Stell dir vor, wie die Schale überläuft und über die Erde fließt. Und alle Menschen, die jetzt mit dir in Verbindung gehen, diese Liebe auch spüren können. Stell dir vor, wie sich der Frieden ausbreitet in deiner Familie, bei deinen Freunden und auf der ganzen Erde. Nimm dir Zeit. Bleib bei deinen friedvollen Gedanken. Bleib bei deiner Wärme. Bleib bei deiner Liebe. Lass es groß werden. Und nun denk daran, dass du bei dir wieder ankommen darfst. Komm langsam zurück. Entspanne deine Arme. Lass sie wieder auf deine Oberschenkel sinken. Halt deine Augen noch weiter geschlossen. Komm ganz langsam an. Atme ein und aus. Spüre den Frieden in dir und die Freude in dir. Und komm beim nächsten Atemzug wieder an. Öffne deine Augen. Lächle. Entspann dich. Du darfst einmal die Schultern kreisen, locker werden. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und viel Liebe und Frieden. Dankeschön.